Jetzt wird's kulinarisch. Wir bringen regionale Küche mit N1. In der Jugendstil-Villa Menotti mitten im Herzen von Baden befindet sich die Kochwerkstatt Flotte Lotte. Dort kocht die Ernährungswissenschaftlerin Nicole Seiler für uns ein Frühlingsmenü, das aus einem Karotten-Apfel-Smoothie als Aperitif, einer Spinat-Kurkuma-Suppe und einer Putenroulade mit Bärlauchpesto besteht. Als Beilage gibt es noch selbstgemachte Sesam-Bagels. Mit deren Zubereitung wird auch begonnen, damit man den Teig gehen lassen kann. Wir nehmen einmal die frische Germ mit ein bisschen Mehl als Grundlage. Geben Sie in einen Topf, wo der Teig dann auch gut aufgehen kann. Dazu kommt noch jeweils ein Löffel Salz und ein Löffel Zucker. Wir geben Wasser dazu. Das ist am Anfang eine sehr flüssige Sache. Dann kann sich die Germ auflösen und einmal ein bisschen vorgehen. Während der Teig ruht, wird der Karotten-Apfel-Smoothie zubereitet. Die Karotten und die Äpfel werden in einen guten Mixer, gute Küchenmaschine, einfach fein püriert. Und ganz wichtig für jeden Smoothie ist, dass wir immer ein bisschen Säure dabei haben. Ich verwende da gerne die gesamte Zitrone, nur die Kerne bitte rausnehmen, die werden sehr bitter. Aber wir können die Schale mitverwenden, wir können die weiße Schicht und natürlich auch das Fruchtfleisch verwenden und geben wir auch mit hinein. Abgerundet wird der Smoothie mit etwas Grünem, nämlich der Zitronenmelisse. Noch etwas Wasser dazu und schon kann gemixt werden. Von der Konsistenz her kann man natürlich für sich selbst entscheiden, wie fein soll er sein, dürfen ein paar merkbare Stückchen drinnen sein. Wir haben ihn jetzt relativ flüssig gemacht, dass er gut zu trinken ist. Aber es ist schon noch merkbar, dass da wirklich mit ganzem Obst und Gemüse gearbeitet worden ist. Nachdem unser Germ-Vorteig schon die ersten Bläschen geworfen hat, merken wir, dass die Germ funktioniert und wir können den Germteig jetzt ganz normal zubereiten. Das heißt, wir werden da Mehl, das abgewogene Mehl dazugeben, das restliche, und werden natürlich noch Flüssigkeit dazu brauchen. Nachdem der Teig ordentlich durchgeknetet wurde, kann mit der Bagelproduktion begonnen werden. Eine Kugel formen und dann bohrt man ein Loch durch und drehen das dann. Und dann kann ich noch ein bisschen grob formen und habe meinen Bagel. Die Rohlinge werden nun weiter rasten, damit der Germ weiter aufgehen kann. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um das Pesto für die Rouladen. Dazu benötigen wir Parmesan, Mandeln, Olivenöl und Bärlauch. Wir verwenden für 100 Gramm Bärlauch 50 Gramm Mandeln und 50 Gramm Parmesan. Und wir geben den Bärlauch hinein, ein halbes Löffel Salz dazu und natürlich wesentlich für das Pesto ist das Öl. Das Ganze wird mit einem Mixer püriert und schon ist es fertig. Weiter geht es mit der Suppe. Dafür werden zuerst die Bohnen gespült, um das Kochwasser abzuwaschen. Das macht die Hülsenfrüchte viel verträglicher, weil da viele Blähstoffe weggespült werden. Jetzt werden die geschnittenen Frühlingszwiebeln in einen Topf gegeben, ebenso zwei gepresste Knoblauchzehen. Das Ganze wird mit etwas Öl angeschwitzt. Dann werden wir als nächstes den Blattspinat hineinwerfen. Den können wir ruhig, brauchen wir nichts blanchieren logischerweise, weil das eine Suppe wird. Wir werden einmal zwei Drittel davon reingeben. Und wir können gleich die Bohnen dazugeben und gießen dann natürlich mit ein bisschen Wasser auf, dass das Ganze mal nicht anbrennt, aber nicht zu viel, weil wir danach noch mit Kokosmilch das Ganze abschmecken werden. Die Suppe wird noch mit Kurkuma, Salz und Zucker gewürzt und köchelt dann ca. 15 Minuten leicht vor sich hin. In der Zwischenzeit wird das Putenfleisch für die Roulade vorbereitet. Wir nehmen hauchdünn geschnittenes Putenfleisch. Das wird gut mit dem geschmackigen Pesto bestrichen. Um das Ganze saftig zu halten, weil das Putenfleisch ist ja doch eine eher trockene Geschichte, kommt ein bisschen Rohschinken drauf. Und
Dann kommt in die Mitte grüner Spargel hinein. Schön eng rollen ist wichtig, weil es dann in der Pfanne halten muss. Und wir verschließen es mit einem Zahnstocher, sodass es in der Pfanne hält. Die Suppe hat nun lang genug geköchelt und zum Schluss wird Kokosmilch hinzugegeben. Die verliert nämlich, wenn man sie zu lange kocht, sehr an Aroma und das wäre schade. Nachdem alles gut durchgemixt wurde, kann die Spinatsuppe schon serviert werden. Und zum Schluss werden wir das Ganze noch mit ein paar Sprossen dekorieren. Bei den Sprossen nehme ich immer gerne ein bisschen andersfarbige, dass der optische Effekt ein bisschen schöner ist. Denn das Auge ist ja bekanntlich auch mit. Auch die Begel haben nun genug Zeit zum Ruhen gehabt und werden für den Ofen vorbereitet. Wir setzen das einfach auf so einen Schaumlöffel drauf, tauchen es kurz ins heiße Wasser. Ja, die schwimmen nicht gleich oben auf. Streifen das Ganze ab, tauchen es einmal hinein in den Sesam und haben so einen Sesamkringel fertig. Die Bagels werden nun im Ofen bei 200 Grad gebacken. Jetzt werden die Putenrouladen in der Pfanne gebraten. Dazu gibt es einen wichtigen Tipp von der Küchenchefin. Wichtig ist beim Umdrehen, dass man immer nur jede Seite einmal anröstet. Also dieses dauernd Drehen, wenn es nur halb braun ist, ist schade, weil es viel Fett aufsaugt und nicht knuspriger macht. Zum Servieren wird die Roulade noch einmal geteilt, damit man das geschmackvolle Innenleben auch sehen kann. Guten Appetit!